What up? Herzlich willkommen zurück auf dem Channel und zu einem neuen Video. Wir machen heute weiter mit der diesjährigen Produkttestreihe. Ich habe ja letztes Jahr schon ganz viele Produkte ausprobiert und das habe ich dieses Jahr auch vor. Habe auch schon einige Produkte hier zu Hause rumstehen, die einfach nur darauf warten, ausprobiert zu werden. Und damit soll es eben heute weitergehen und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal direkt die Produkte, um die es heute geht. Und zwar dreht sich heute alles wieder um die Marke Curls. Ich habe hier einmal einen Leave-In Conditioner und hier habe ich ein Curl Defining Jelly. Wenn ihr mich und mein Channel schon etwas länger kennt, dann wisst ihr, dass ich schon mal Produkte von Curls ausprobiert habe. Und zwar hier diese gelb-blauen hier. Was haben wir hier? Blueberry and Coconut und Blueberry Bliss. Auch wieder ein Leave-In Conditioner und ein Jelly. Mit denen war ich leider nicht ganz so zufrieden. Ich habe aber auch in anderen Videos schon gesagt, hier, ich möchte mich noch ein bisschen mehr mit der Marke auseinandersetzen. Ich möchte sehen, was sie noch alles so in ihrem Sortiment haben und ob da nicht vielleicht doch was für mich bei ist, was mir ganz gut gefallen könnte. Und Freunde, welche Produkte vom Packaging her passen besser zum Sommer als die hier? Also das ist ja wohl mal sowas von sommerlich. Ich habe gedacht, es passt sowas von in diese Jahreszeit. Und auch das, was da drauf steht, passt momentan sehr gut zu mir. Dazu komme ich gleich. Zeige ich die Produkte jetzt erstmal kurz vom Nahen. Und zwar haben wir hier den Leave-In Conditioner. Dieser So So Smooth Vitamin C Leave-In Conditioner aus der Pop & Pineapple Collection ist angereichert mit Vitamin A, B1, B6, C für glänzende, längere, dickere und gesündere Locken. Es soll außerdem das Haarwachstum anregen und bei Haarausfall helfen. Hinten sind dann einfach nur nochmal die Anwendungshinweise drauf und daneben steht dann eben nochmal, dass man die Haare damit nährt und auch weicher macht. Und hier haben wir jetzt das Curl Defining Jelly. Hier auf diesem So So Death Vitamin C Curl Defining Jelly, ebenfalls aus der Pop & Pineapple Collection, steht im Prinzip nochmal genau das gleiche drauf wie auf dem Leave-In Conditioner. Ist also angereichert mit Vitamin A, B1, B6, C für glänzende, längere, dickere und gesündere Locken. Und auch dieser Jelly soll eben beim Haarwachstum als auch beim Haarverlust, also Haarausfall, helfen. Und hinten gilt auch nochmal das gleiche. Also hier haben wir auch wieder die Anwendungshinweise und dieses Be Banging Again. Das kann natürlich heißen, dass die Haare wieder ein bisschen mehr an Sprungkraft gewinnen, aber vielleicht auch einfach insgesamt wieder gesünder werden. Und gesündere Haare sind natürlich auch immer mit Sprungkraft verbunden. Das sind auf jeden Fall die beiden Produkte, um die es heute gehen soll und ich bin sehr gespannt, was ich am Ende dazu sage. Auch gerade dieser Aspekt mit dem Haarwachstum und Haarverlust ist für mich momentan sehr interessant, weil ich gerade wieder so ein bisschen mehr Haarausfall habe. Das kann ich natürlich heute nicht einfach so hier in diesem Video beurteilen, ob sich da jetzt irgendwie was getan hat oder so. Aber ich hoffe sehr, dass ich die beiden Produkte hier sehr gerne habe, damit ich die auch in den nächsten Wochen dann gehäuft benutzen kann und sich dann vielleicht auch tatsächlich was in meinem Haarwachstum oder Haarverlust zeigt. Da würde ich euch dann natürlich aber auch drüber informieren, falls sich da wirklich was zeigt. Das wäre natürlich Bombe, also für so ein Produkt, ne? Aber das sind auf jeden Fall die beiden Produkte und die werde ich jetzt einarbeiten. Wir fangen natürlich erstmal wieder mit dem Leave-In Conditioner an und der Jelly kommt dann am Ende oben drauf. Ich habe mich heute wieder gegen die Demon Brush entschieden. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie ohne die Demon Brush mehr Volumen in meine Haare bekomme und meine Locken einfach irgendwie so ein bisschen natürlicher aussehen. Es sieht nicht alles irgendwie so ein bisschen durchgekämmt aus. Natürlich ist die Definition eine ganz andere und meine Haare sind auch in den nächsten Tagen viel knotenfreier, könnte man fast sagen. Aber ich habe eben heute Lust auf Volumen und ich möchte das alles ein bisschen voller haben und auch irgendwie ein bisschen natürlicher. Von daher habe ich gesagt, okay, um diese beiden Produkte auszutesten und zu gucken, wie meine natürlichen Haare, weil ich die eben am besten kenne, aussehen, mache ich es heute wieder ohne die Demon Brush. Einmal kurz zu den Basics. Wie in jedem Produkttestvideo habe ich meine Haare heute frisch gewaschen und ich habe nichts in meinen Haaren drin. Das heißt, beim Haarewaschen habe ich Shampoo und Conditioner benutzt. Ich habe aber nichts davon in den Haaren gelassen. Ich habe alles komplett ausgespült und auch danach habe ich kein Öl genommen, ich habe keine Serien genommen, ich habe keinen irgendwie Primer oder sonst irgendwas benutzt. Also das sind einfach hier meine natürlichen Haare ohne irgendwelche Produkte drin. Und ich werde natürlich heute auch wieder in Partien arbeiten, weil ich eben sehr lange, mittlerweile wirklich lange, und auch sehr dicke Haare habe und deswegen arbeite ich heute wieder in Partien, damit ich so ein bisschen mehr den Überblick darüber behalten kann, wo ich jetzt schon Produkt habe und wo nicht. Und dafür klemme ich mir jetzt hier erstmal die erste Partie ab, so ungefähr. Und den anderen Teil mache ich mir hier oben zu einem Mini-Dutt.
So, wie ihr wisst, arbeite ich Produkte immer erst ein, wenn ich wieder das Quischgeräusch in den Haaren habe. Sprich, ich habe genug Feuchtigkeit in den Haaren, damit ich das Produkt mit der Feuchtigkeit in meinen Haaren verbinden kann, das Produkt weiter und tiefer einziehen kann und nicht einfach auf den Haaren drauf liegen bleibt. Ist für mich wirklich essentiell und weil ich eben hier schon wieder relativ trockene Haare habe, werde ich jetzt erstmal wieder mit meiner Sprühflasche arbeiten und das alles so lange ansprühen, bis ich eben dieses Quischgeräusch wieder in den Haaren habe. Zeige ich euch aber gleich auf jeden Fall nochmal, wie sich das genau anhört. So, das Squishgeräusch ist wieder in meinen Haaren drin und das hört sich so an. Jetzt habe ich eben genug Feuchtigkeit in meinen Haaren, damit sich das Produkt mit der Feuchtigkeit verbinden kann. Und wir fangen jetzt erstmal an mit dem Leave-In Conditioner. Und da gucken wir jetzt erstmal, wie so die Konsistenz aussieht und auch wie das riecht. So sieht es einmal aus. Also schon relativ fest. Hat auf jeden Fall eine cremige Konsistenz, kann man auf jeden Fall nichts irgendwie gegen sagen. Erinnert mich so ein bisschen an Shampoo von der Konsistenz her, ist aber auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Riechen tut es tatsächlich sehr süß, hat irgendwie so ein bisschen was von Kokosnuss, aber halt auch künstlich. Also es riecht jetzt nicht so frisch natürlich. Es ist auf jeden Fall irgendwie so ein fruchtiger Geruch. Man könnte vielleicht wirklich sagen, dass es so eine künstliche Ananas ist. Also mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber man kennt ja irgendwie was irgendwie nach Ananas riechen soll, keine Ahnung, Eis oder sonst irgendwas. Und da merkt man ja auch immer so, okay, das könnte Ananas sein, aber halt auf künstliche Art und Weise. Und ich glaube, das trifft hier auch sehr gut zu. Ist auf jeden Fall sehr süß, sehr fruchtig, aber eben halt auch sehr sommerlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das in meinen Haaren bleibt oder ob der Geruch wieder so ein bisschen verfliegt, ob das vielleicht auch einfach nur ein bisschen weniger wird. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es irgendwie schlecht finde oder so. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, und das verteile ich jetzt hier einfach in meinen Händen und arbeite ich jetzt einfach mal in meine Haare ein. Ich weiß noch nicht, ob die Menge jetzt auch wirklich gereicht hat, weil ich eben mittlerweile auch schon wieder ziemlich lange Haare habe. Aber so wie sich das gerade anfühlt, reicht das auf jeden Fall. Slip ist auf jeden Fall da, ist ultra angenehm, hier das einzuarbeiten. Ich gleite wirklich richtig durch die Haare. Hier ist nichts irgendwie am Knoten oder fühlt sich irgendwie quietschig an oder so. Das hat man ja auch manchmal, wenn da einfach nur Wasser in den Haaren ist. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Okay, und damit ist die erste Partie auch eigentlich schon soweit erledigt. Jetzt geht's an die zweite Partie. Und da werde ich es im Prinzip genauso machen wie bei der ersten. Das heißt, ich werde das jetzt erstmal alles wieder so lange mit der Sprühflasche ansprühen, bis ich eben das Squish-Geräusch drin habe. Hier teile ich mir übrigens jetzt einfach nur meine obere Kopfkrone ab, weil ich die einfach nochmal ein bisschen separat machen will. Ich mache das sonst immer, damit ich mit der Dermabrush eben dann eine andere Technik anwenden kann. Das mache ich hier jetzt so mit den Händen im Prinzip auch, aber halt auf eine andere Art und Weise, zeige ich euch gleich aber. So, das hier auf jeden Fall alles erstmal wieder ansprühen, bis das Squish-Geräusch da ist und dann werde ich ungefähr die gleiche Menge an Leave-In Conditioner auch hier einarbeiten und dann geht es auch direkt weiter. So, das ist jetzt soweit geschafft und jetzt würde ich ja eigentlich die Dermabrush anwenden, weil ich die aber jetzt nicht anwende, möchte ich trotzdem irgendwie versuchen, meine Haare in Bündelung zu bekommen. Natürlich sind sie jetzt auch schon in so ein paar Bündelungen, man sieht hier überall so einzelne Strähnen, aber ich möchte da eben auch nochmal irgendwie so ein paar größere Bündelungen kreieren und dafür kann ich das jetzt einfach mit der Bärenklaue, kann man im Prinzip fast sagen, machen, also dass man die Hand einfach so hält und dann eben da so ansetzt, das einfach mal so ein bisschen zusammendrückt, dann können hier nämlich Bündelungen entstehen und das dann auch einfach so ein bisschen wegzieht vom Kopf. Damit bekomme ich dann natürlich auch wieder ein bisschen mehr Volumen am Ansatz, aber so kann ich dann eben dafür sorgen, dass sich eben noch mal ein paar einzelne Bündelungen zu einer größeren zusammenschließen. Das muss auch nicht irgendwie ganz fein sein, das mache ich hier jetzt einfach nur ganz grob. So, und wenn ich das gemacht habe, ich glaube, man sieht das sogar schon ein bisschen, dass sich da eben ein paar größere Bündelungen gebildet haben. Ich habe hier um mein Gesicht herum immer noch mal so ein paar richtig kurze Strähnen, so richtig einzelne. Und ich hatte die eigentlich immer hier oben, direkt an der Stirn. Mittlerweile merke ich aber auch hier vor den Ohren, dass es da ähnlich ist. Und deswegen habe ich da auch schon ein bisschen angefangen, da einfach nochmal so ein bisschen Fingercurling anzuwenden, um hier eben nochmal die nötige Definition reinzubringen. Das mache ich jetzt hier auch einfach nochmal so ganz
bisschen, wenn die Haare trocken sind, dann sieht das nämlich gerne mal alles ein bisschen frizzy aus. Und das wird dann in den nächsten Tagen natürlich nicht besser. Ne? Heute Tag 1 würde das so an Tag 3 oder Tag 4 ganz wild aussehen. Deswegen mache ich das hier einfach nochmal mit so ein paar Strähnen. Und hier auf der Seite eben genauso. Einfach nur nochmal bei ein paar Strähnen rübergehen, damit eben diese ganz kurzen Strähnen mit in größere aufgenommen werden und dann eben halt auch da drin gehalten werden. Ne? Dafür ist mir der Cast dann auch immer ganz wichtig, wenn ich einen Gel oder einen Schaumfestiger benutze, weil ich eben durch diesen Halt auch gewährleisten kann, dass einzelne Strähnen, die zu Frizz führen, dann in dieser größeren Strähne gehalten werden und das alles über einen längeren Zeitraum schön definiert aussieht. So, das war's schon. Und jetzt geht's auch schon an die letzte Partie, die hier oben. Ich werde hier jetzt auch erstmal wieder so vorgehen wie bei den ersten beiden. Das heißt, ich werde die erstmal so lange ansprühen, bis ich auch hier wieder dieses Squish-Geräusch drin habe und dann den Leave-In Conditioner einarbeiten. Und dann mache ich es auch wieder ähnlich wie mit der Damon Brush, aber das zeige ich euch auch gleich. So, Produkt ist eingearbeitet und jetzt mache ich es eben ähnlich wie mit der Damon Brush. Das heißt, ich nehme mir von hinten jetzt auch wieder einzelne Strähnen, ziehe die so ein bisschen nach hinten und tue so mit meinen Fingern, als würde ich die nochmal ganz grob durchkämmen. Und jetzt setze ich hier auch wieder mit meinen Fingern an, teile die Bündelung quasi in einzelne größere Bündelungen und ziehe das nach hinten und lasse das dann einfach fallen. Und das mache ich hier jetzt mit den übrigen Haaren auch. So, mit der Partie hier vorne, das sind eben die Haare, wo auch wieder ganz viele kleine, dünne, einzelne Strähnen bei sind. Hier wende ich jetzt auch einfach wieder Fingercurling an, um eben die Definition reinzubekommen. Der Slip ist übrigens dabei auch ultra hilfreich, weil ich einfach so mit meinen Fingern durch die Haare gleiten kann, beziehungsweise die Haare einfach so durch meine Finger gleiten. Und das alles hier überhaupt nicht zieht oder so, das ist einfach echt richtig schön glitschig und angenehm. So, das ist jetzt soweit gemacht und jetzt wollen wir uns mit dem Jelly hier beschäftigen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob sich ein Cast bildet, aber erstmal gucken wir uns die Konsistenz mal an. So sieht's aus, hat so einen ganz leichten bräunlichen Schimmer. Ist jetzt nicht ultra flüssig, ist aber auch nicht ultra fest. Ist, glaube ich, so eine ganz gute Mischung. Man merkt auf jeden Fall, wenn ich hier so den hier schon mache, dann klebt es auf jeden Fall schon so ein bisschen. Aber muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Der riecht auf jeden Fall wieder sehr künstlich, ultra süß, hat auch wieder so ein bisschen ähnlichen Duft wie der Leave-In Conditioner, also geht auch wieder in diese künstliche Ananas-Richtung. Finde ich tatsächlich gar nicht so übel. Irgendwie gefällt mir der Duft. Ich weiß nicht warum, normalerweise bin ich bei den Düften immer so ein bisschen skeptischer, aber tatsächlich finde ich den nicht schlecht. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde jetzt erstmal mit dieser Menge hier arbeiten und gucken, ob das schon gereicht hat. Wahrscheinlich nicht, ich gehe jetzt nicht davon aus, aber wer weiß. Klebt auf jeden Fall schon ganz gut. Und das arbeite ich jetzt ein, so wie ich das bei jedem Gel- und Schaumfestiger mache. Das heißt, ich schmeiße meine Haare einfach erstmal auf die Seiten und überziehe meine Bündelung ganz vorsichtig mit diesem Jelly. Dabei eignet sich natürlich auch diese Praying Hands Methode ultra gut. Aber es geht halt erstmal darum, das Gel bzw. diesen Jelly an die Bündelung zu bekommen, damit die Haare eben damit ummantelt werden. Ich glaube, ich werde mir noch mal ein ganz bisschen mehr nehmen. So. So, ich glaube, das hat jetzt auch schon gut gereicht. Lässt sich auf jeden Fall gut einarbeiten. Es ist auf jeden Fall alles sehr weich. Habe auch tatsächlich das Gefühl, dass ich das ganz entspannt gleichmäßig einarbeiten konnte. Ich werde jetzt noch mal so ein bisschen über die Spitzen gehen. Das habe ich mir jetzt auch irgendwie angeeignet, weil ich das manchmal tatsächlich habe, dass ich mich mehr auf den mittleren Bereich meiner Haare fokussiere und dann, wenn meine Haare trocken sind, dann teilen sich die Spitzen gerne mal so ein bisschen. Ich verstehe zwar nicht genau warum, aber es ist irgendwie einfach so. Deswegen habe ich mir das jetzt irgendwie so angewöhnt und es ist tatsächlich auch hilfreich. Also es ist echt verblüffend, was da für ein Unterschied ist. Wenn ich das gemacht habe, dann fange ich an, das zu scrunchen, einfach um die Locken nochmal so ein bisschen mehr zu aktivieren und diesen Jelly eben nochmal ein bisschen intensiver einzuarbeiten. Ich mache das aber ganz langsam und auch nicht zu häufig, weil natürlich immer Produktrückstände an den Händen kleben bleiben. Und je mehr ich durch die Haare gehe, umso größer ist das Risiko, dass ich eben die Bündelung auseinanderreiße und Frizz entsteht. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus.
Und jetzt kann man eben nochmal schauen, gibt es jetzt irgendwo irgendwelche Strähnen, die durch Scrunchen oder allgemein Jelly einarbeiten jetzt wieder so ein bisschen frizzy geworden sind. Gerade bei denen hier um mein Gesicht rum passiert das gerne mal. Deswegen gucke ich hier jetzt einfach nochmal. Aber das sieht tatsächlich echt gut aus. So, und damit wären wir im Prinzip fertig mit diesem Schritt des Produkteinarbeitens. Als nächstes folgt dann der Trocknungsprozess und dafür binde ich mir jetzt hier erstmal wieder mein Seidentuch um. Kennt ihr aus wirklich jedem anderen Styling-Video, jedes andere Video, in dem ich meine Haare auch nur ansatzweise irgendwie mit Produkten bearbeite oder so, da werdet ihr wahrscheinlich über dieses Seidentuch gestoßen sein. Ich kriege tatsächlich immer noch Fragen, warum ich das benutze, und zwar, weil es eben eine etwas glattere Oberfläche hat, zumindest, ich glaube, man sieht das auch ganz gut, das hat halt eben so eine glattere Oberfläche als zum Beispiel mein Pullover. Und dadurch wird es den Haaren eben ermöglicht, darauf so ein bisschen rumzurutschen, während die Haare Luft trocknen. Wenn sie einfach nur auf meinem Pullover liegen bleiben, egal wie weich der Pullover ist, es sei denn, es ist eben halt auch so eine Oberfläche, die Bündelungen werden beschädigt. Es kann tatsächlich sein, dass eben Bündelungen sich auseinanderreißen, weil sie an den kleinen Fasern der Kleidung hängen bleiben. Und das ist tatsächlich durch dieses Seidentuch hier wirklich dramatisch minimiert. Ich kann es immer nur wieder empfehlen. Ich habe jetzt meinen Channel auch schon seit gut 2 Jahren und wirklich seit kurz nach Beginn, ja, ich glaube wirklich so kurz nachdem ich den Channel hier angefangen habe, habe ich mir direkt so ein Seidentuch zugelegt, weil ich einfach dachte, das kann nicht sein, dass während meine Haare lufttrocknen so viel Frizz entsteht, obwohl ja eigentlich durchs Lufttrocknen weniger Frizz entstehen sollte, als wenn man die Haare diffus. Und deswegen habe ich mir das Tuch hier angeschafft und ich bin bis heute wirklich crazy in love. Genau, das auf jeden Fall dazu. Ich werde jetzt meine Haare auf jeden Fall erstmal Luft trocknen lassen, bis sie ungefähr zu 80-90% getrocknet sind. In dieser Zeit, hoffe ich zumindest, bildet sich ein Cast. Ist natürlich immer so eine Sache. Es steht auf dem Produkt auch nichts davon drauf, dass da irgendwie ein Cast entstehen soll oder so. Es heißt natürlich Curl Defining Jelly. Defining, definiert. Hat natürlich auch immer ein bisschen was damit zu tun, dass eben die Haare einen ganz leichten Cast erhalten, beziehungsweise durch den Cast bekommen die Haare mehr Halt, sie sind länger definiert und deswegen hoffe ich natürlich immer, dass sich ein Cast bildet. Aber wir werden auf jeden Fall später mal gucken, wenn meine Haare so zu ungefähr 80-90% getrocknet sind, ob sich ein Cast gebildet hat, wenn ja, wie stark der ist. Danach werde ich dann meine Haare trocken diffusen und dann gucken wir uns das auf jeden Fall mal an. Jetzt für diesen Moment bin ich tatsächlich sehr positiv überrascht davon. Ich habe wirklich versucht, heute neutral an diesen Produkttest ranzugehen. Ich muss aber sagen, ich war tatsächlich schon so ein bisschen negativ eingestellt. Ist natürlich auch irgendwo verständlich, wenn ich schon mal Produkte von dieser Marke ausprobiert habe, mit denen ich nicht so zufrieden gewesen bin, dann ist man natürlich bei anderen Produkten immer direkt so ein bisschen skeptischer. Ich muss aber wirklich sagen, dass ich positiv überrascht bin. Meine Haare fühlen sich null beschwert an. Sie fühlen sich tatsächlich sehr weich und hydriert an. Also das ist schon mal sehr positiv. Das war richtig angenehm, das einzuarbeiten. Meine Haare haben nicht geziebt. Es hat nirgendwo irgendwie gezogen. Es war überhaupt nicht unangenehm. Und der einzige Punkt, den ich jetzt vielleicht so ein bisschen anmängeln würde, ist der Geruch. Ihr wisst, bei dem Geruch bin ich immer so ein bisschen pingelig, könnte man sagen. Es ist natürlich sehr süß, es ist künstlich, es riecht aber halt nach Ananas. Das ist das, was auf dem Produkt draufsteht. Und da kann man den natürlich auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Ananas riecht ja allgemein auch eigentlich sehr süß, wenn man sie einfach nur so als Frucht isst oder so. Ich finde immer, die riecht schon sehr süß. Da ist jetzt nichts irgendwie super Freshes, wie zum Beispiel bei Ingwer oder Minze oder so. Aber genau, also der Geruch ist schon ziemlich stark. Aber da werden wir nachher auch mal gucken, ob der vielleicht verfliegt und ob meine Haare dann vielleicht sogar nach gar nichts riechen. Das passiert ja auch ganz häufig. Genau, das auf jeden Fall erstmal soweit für den Moment. Und ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. So, meine Haare sind jetzt weitestgehend getrocknet. Sie sind tatsächlich schon so ein bisschen mehr als 80% getrocknet, würde ich sagen. Also, ich merke tatsächlich nur noch hier unten so an den Spitzen, dass da ein bisschen Feuchtigkeit ist. Hier oben ist eigentlich schon weitestgehend alles trocken. Also hier merke ich so eigentlich gar nichts mehr an Feuchtigkeit. Es ist tatsächlich nur noch hier unten an den Spitzen und vielleicht so, ja okay, so minimal am Nacken noch ein bisschen. Aber ansonsten ist eigentlich alles trocken. Es hat sich leider kein Cast gebildet. Steht natürlich nicht auf dem Produkt drauf. Ich wünsche es mir natürlich immer einfach nur. Aber ja, es hat sich auf jeden Fall überhaupt kein Cast gebildet. Was ich aber finde, ist, dass die Definition und der Glanz auf jeden Fall jetzt schon richtig zur Geltung kommen. Man sieht es auf jeden Fall voll. Und was ich auch finde, ist, dass meine Haare super weich sind. Es fühlt sich richtig, richtig angenehm an.
Frizz habe ich jetzt momentan noch nicht so viel. Ich habe meine Haare heute mal etwas weniger hin und her geschmissen. Ihr wisst ja, wenn ich meine Haare Luft trocknen lasse, dann schmeiße ich die gerne mal alle auf die linke Seite, auf die rechte Seite und lasse sie auch gerne mal kopfüber, damit eben diese Bewegung in den Haaren drin bleibt und das nicht einfach alles so schnurstracks nach unten hin trocknet. Also Definition ist auf jeden Fall immer noch da. Frizz sehe ich jetzt momentan noch nicht so wirklich. Vielleicht hier so ganz, ganz bisschen was, was auf den Haaren so drauf liegt. Aber bisher bin ich damit eigentlich immer noch ganz zufrieden. Ich bin gespannt, wie das jetzt aussieht, wenn ich meine Haare diffuse, ob da jetzt irgendwie Frizz reinkommt, weil eben kein Caster ist, der die Haare so ein bisschen schützen kann, ob die Bündelungen jetzt stark genug sind, um sich gegenseitig oder auf sich selbst einfach zu halten. Das werden wir auf jeden Fall dann gleich beurteilen, wenn meine Haare komplett getrocknet sind. Und damit würde ich sagen, fange ich auch einfach mal an zu diffusen. So, meine Haare sind jetzt komplett trocken. Ich finde, das mit dem Frizz hält sich tatsächlich noch in Grenzen. Aber wir gucken uns das gleich nochmal an. Also, es hat sich kein Cast gebildet, leider. Aber ich muss sagen, dass ich trotzdem von der Definition, die ich jetzt momentan habe, schwer begeistert bin. Also, meine Locken kommen richtig, richtig schön raus. Ich habe hier nirgendwo irgendwie Frizz oder so. Und das, obwohl ich nicht mit der Devil Rush gearbeitet habe. Das ist alles noch sehr, sehr schön definiert hier. Ich habe es jetzt noch nicht ausgeknetet, das mache ich nämlich jetzt. Ich werde es erstmal so behandeln, als hätte ich einen Cast drin. Ich werde es jetzt erstmal wieder zum Pferdeschwanz nehmen, das alles so ein bisschen lang streichen, glatt streichen und dann nochmal ein bisschen scrunchen, um eben die Luft und das Volumen reinzubekommen und dann ganz, ganz vorsichtig so ein bisschen ausschütteln und dann gucken wir uns mal das Endergebnis an. So, das ist jetzt das Endergebnis. Ich zeige das jetzt erstmal ohne selber was dazu zu sagen. So, ich habe jetzt versucht, das hier alles mal so ein bisschen aufzuschütteln und so ein bisschen Luft und Volumen reinzubekommen. Und ich muss sagen, das ist mir tatsächlich in meinen Augen ziemlich gut gelungen. Das fühlt sich hier an, als hätte ich eine Wolke auf dem Kopf. Es ist nicht nur ultra weich, es ist wirklich unnormal weich. Es ist super, super geschmeidig. Meine Haare fühlen sich stark an und fühlen sich auch richtig schön hydriert an, als hätten sie sich wirklich mit diesen ganzen Vitaminen, die da drin sind, vollgesogen. Ich finde, das sieht man auch tatsächlich sehr, sehr gut am Glanz. Es ist noch ein natürlicher Glanz, es ist aber schon sehr shiny, aber für meinen Geschmack ist es perfekt. Ich mag das, wenn es so glänzt und gesund aussieht, aber gleichzeitig noch natürlich aussieht, also nicht so übertrieben ist. Und das, finde ich, ist hier auf jeden Fall voll gelungen. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Definition sich bis jetzt immer noch richtig gut gehalten hat, obwohl es wirklich null Cast gab. Vielleicht habt ihr das Produkttestvideo von letzter Woche gesehen, da habe ich ja den Schaum von Giovanni ausprobiert und da habe ich gesagt, dass sich so eine Schicht auf den Haaren gebildet hat. Also kein Cast, aber man hat schon gemerkt, dass sich durch diesen Schaumfestiger so eine Schicht um die Haare gebildet hat. Das hatte ich hier tatsächlich gar nicht. Auch vom Gefühl her habe ich da nichts irgendwie an einem Film oder irgendeiner Schicht gemerkt. Es hat wirklich nur nach dem Leave-In Conditioner und dann halt irgendwie noch so ein bisschen mehr Weichheit oder so bekommen. Aber es war auf jeden Fall kein Cast da und ich finde, dafür ist das hier nicht nur richtig schön definiert und glänzt, sondern es ist auch einigermaßen frizzfrei. Also man sieht natürlich hier so einzelne Strähnen, wo sich der Frizz bildet, beziehungsweise auch in den nächsten Tagen bilden wird.
aber ich habe andere Produkte ausprobiert, die kein Cast hatten, wo ich direkt schon hier am Tag 1 in diesem Video gesagt habe, da ist mir zu viel Frizz bei und das ist hier wirklich gar nicht der Fall. Also ich bin, was das angeht, bei dem Produkt tatsächlich oder bei den Produkten sehr, sehr überrascht und positiv überrascht. Ich bin wirklich beeindruckt. Das allgemeine Haargefühl ist wirklich richtig, richtig schön. Es fühlt sich luftig an, locker, es beschwert überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, dass es sich so anfühlt, als wäre hier gerade so eine leichte Windbrise durchgegangen, als wäre hier konstant irgendwie so eine leichte Windbrise durchgegangen, weil es sich wirklich so luftig anfühlt. Also ganz, ganz strange irgendwie, aber richtig, richtig gut. Nochmal kurz zu dem Geruch. Ich rieche tatsächlich immer noch diesen süßen Ananasduft. Er ist aber tatsächlich weniger geworden. Also er ist ein bisschen verflogen. Es ist nicht mehr so penetrant. Ich rieche das tatsächlich noch so ein bisschen hier so, ohne richtig direkt an meinen Haaren zu riechen. Ich habe das Gefühl, ich bin in so einer kleinen Duftwolke. Aber es ist wirklich gar nicht mehr so schlimm. Es ist auf jeden Fall leicht und süß und künstlich, aber meiner Meinung nach immer noch positiv. Also es gibt natürlich auch Produkte, bei denen ich sage, das riecht so süß und das riecht so künstlich, das will ich nicht die ganze Zeit hier um mein Gesicht rum haben und die ganze Zeit irgendwie riechen, wenn ich durch die Gegend laufe oder so. Das ist bei den beiden Produkten auf jeden Fall nicht der Fall. Wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste, würde ich sagen, ich werde die Produkte auf jeden Fall weiter verwenden. Ich werde mich nochmal ein bisschen weiter ausprobieren, ob der Leave-In zum Beispiel mit einem Gel oder einem Schaumfestiger, was einen Cast erzeugt, noch mehr zur Geltung kommt. Ob dieses Glänzende hier durch beide Produkte entstanden ist oder vielleicht auch beide Produkte irgendwie für sich selbst stehen können. Ich werde mich also da noch ein bisschen so ausprobieren und rumexperimentieren. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, weil ich ja am Anfang das schon angesprochen habe, was die Marke Curls angeht, bin ich froh, dass ich der Marke nochmal eine Chance gegeben habe. Von den beiden bin ich wirklich positiv überrascht. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass das so Produkte wären, die ich mit an den Strand nehmen würde, weil sich das wirklich richtig, richtig schön anfühlt. Und meine Haare sich tatsächlich auch sehr gesund und hydriert anfühlen und auch aussehen. Also ich finde das hier in der Kamera tatsächlich auch gerade sehr, sehr schön. Ich fühle mich wohl damit. Genau, das aber auf jeden Fall dazu. Damit würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Das war für mich heute ein sehr erfolgreicher Produkttest. Ich bin froh, dass ich der Marke Curls nochmal eine Chance gegeben habe und gesagt habe, hey, ich war mit den Produkten zwar nicht so zufrieden, aber ich will gucken, was ihr sonst noch so im Sortiment habt. Und ich muss sagen, ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich bin froh, dass ich es getan habe. Ich würde jetzt natürlich auch gerne wissen, wie das bei euch so ist. Was habt ihr so für Produkte von Curls schon ausprobiert? Wie sind eure Erfahrungen mit der Marke und auch den Produkten gewesen? Ansonsten würde mich natürlich auch interessieren, was ihr zu diesem Haarergebnis sagt. Seht ihr jetzt hier noch irgendwie Dinge, die ich noch nicht angesprochen habe? Sind euch irgendwelche Sachen aufgefallen, die auf jeden Fall noch erwähnenswert gewesen wären? Schreibt es gerne mal alles unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ansonsten würde ich mich natürlich auch wie immer über einen Daumen hoch freuen, falls euch das Video hier gefallen hat. Und falls ihr mich noch gar nicht kennt und mich noch nicht abonniert habt, hi, ich bin Aniva. Jeden Sonntag gibt es ein neues Video. Also falls ihr nichts verpassen wollt, ist der Button zum Abonnieren da unten oder hier ist ein kleines Wasserzeichen, wo ihr auch draufklicken könnt. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche.